Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Kandidat für die heutige Folge, das ist... Jonah Tabeat. Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Kandidat für heute. Los geht's. Und los geht das Ganze für Jonah. Ich drück die Daumen. Ich hoffe immer noch, dass wir endlich mal ein bisschen mehr von der Strecke sehen. Bis jetzt hat es ja keiner weiter als das Mitriacanthosaurus-Gehege geschafft. Mal schauen, vielleicht schafft es Jonah ja als erstes. Oder Jonah. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Das hier sieht sehr gut aus. Er hat jetzt hier richtig viele Paris schon hinter sich gelassen. Oder sie. Eigentlich eher, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich mache nichts falsch. Falls ja, sei bitte nicht böse. Aber das ist hier wirklich super clean. 100%, kein Schaden genommen. Super schnell. Also das war wirklich, glaube ich, Bestleistung hier. Und jetzt geht's schon direkt zum Wettschießen. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und jetzt kommt hier schon der erste Schuss für Jonah. Dürfte eigentlich gleich losgehen, ja, da kommt schon der Cerato. Er zielt hier auch sehr spät. Das ist ja nie gut. Und er war auch viel zu tief. Ah ja, ja, ihr habt das gesehen, der ist, glaube ich, hier sogar gegengeprallt, gegen die Lampen. Bin mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn die Kandidaten hier spät zielen, dass sie dann eher daneben schießen und der Schuss ungenauer wird. Aber hoffentlich sitzt der zweite Schuss, der ist auch sehr tief. Aber der sitzt. Das ist ein Volltreffer am Arm. Der Pfeil steckt. Perfekt. Sehr gut gemacht. Der letzte Schuss muss jetzt sitzen hier. Der ist ganz, ganz wichtig. Und er fliegt und... Der war ja komplett verzogen. Und der Cerato hat auch wieder gebremst. Also der ist hier komplett in der Mauer gelandet, der Schuss. Eieiei, Jonah. Damit hast du es leider nicht geschafft hier. Auch wenn du jetzt nochmal schießt, für die Ehre. Oh, der trifft sogar. Hängt in der Luft, aber der trifft. Und damit geht er gleich auch zu Boden. Aber das zählt natürlich nicht. Leider hast du diese Aufgabe nicht erfolgreich abgeschlossen. Und damit öffnet sich hier für dich der rote Weg. Und weiter geht's hier auch direkt. Eieiei. Das ist immer echt bitter, wenn man diese Aufgabe nicht erfolgreich meistert. Aber es ist halt auch mega Glückssache, ne? Jeder Kandidat hätte die gleichen Chancen. Aber ihr wisst ja, was jetzt auf Jonah zukommt. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Ja,
Die ersten Triceratops sind sogar schon angekommen. Die waren jetzt richtig schnell. Die trinken da schon. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Wir werden sehen. 3 Stück blockieren jetzt hier schon den Weg. Aber Jonah macht das gut. Er hat hier super dran vorbei. Hat aber noch einiges hier vor sich. Und wird auch erfasst. Eieiei. Das ist der erste Schaden. 89%. Alles noch in Ordnung. Bleibt jetzt aber hier stehen, was nie gut ist, ne? Das war auch sehr knapp. Aber ich glaube, er macht das hier gut. Also die Stampede scheint ihn hier nicht gut zu erwischen. Und das ist natürlich gut für ihn. Okay, das war ein komischer Satz. Aber egal, wisst was ich meine? Also das hat Jonah super gemacht. Nur 11% verloren bei der Stampede. Ich glaube, das ist bis jetzt echt der beste Versuch soweit, ne? Auch zeitlich gesehen. Also er ist hier sehr fix unterwegs. Sammelt jetzt hier schon den zweiten Punkt ein. Und es geht direkt weiter in das Herrera-Gehege. Dort sind ja auch schon einige Kandidaten ausgeschieden. Fährt hier gegen, macht aber oder bekommt keinen Schaden. Mich hier nicht wundern, wenn das auch wieder sehr, sehr schwierig wird. Die darf man nicht unterschätzen. Vor allem ist dieses Gehege halt super eng. Hat richtig viele Engpässe und sowas. Aber Jonah macht das echt gut. Er weicht hier aus. Springt hier quasi schon um die Kurve. Über den Herrera rüber sogar. Nicht schlecht. Jetzt sind hier ganz schön viele im Weg. Das könnte problematisch werden. Oh, er dreht sich zu Jonah und rammt ihn weg. Das war ein saftiger Hieb. 52% nur noch. Ist jetzt hier total in die Enge gedrückt von den Herreras. Muss jetzt wirklich bedeckt bleiben, damit er hier heile rauskommt. Hat aber, glaube ich, hier schon die Aufmerksamkeit von weiteren Herreras auf sich gezogen. Tastet sich jetzt aber langsam voran. Und macht das hier, glaube ich, ganz gut. Bleibt hier nochmal ein bisschen hängen. 49%. Das ist alles noch machbar. Ja, schön vorsichtig vorbei. Ja, sehr gut, Jonah. Kannst du schaffen. Bleibt jetzt hier auch nochmal hängen, aber ich glaube... Oh doch, hier sind noch 2 Herreras. Also hier kann noch alles passieren. Drückt natürlich die Daumen, dass es hier alles erfolgreich verläuft. Er wird hier aber schon gejagt sogar. Ist jetzt in der Mangel nochmal, zwischen 2. Oh oh. Oh oh. Wird jetzt weggeschoben. Das könnte hier das aus sein. Das ist nicht gut. 30%. Er ist noch drin. Wow, okay. 23%. Noch ist nicht vorbei. Gut, dass du vorhin nicht so viel Leben verloren hast, sonst wärst du jetzt ausgeschieden. Aber da kommt schon der nächste. Oh mein Gott. Das war ja ein Totalschaden. Also er hat ihn komplett gegen die Wand gedrückt. Ich glaube, der wäre ja sogar mit 100% gestorben. Ärgerlich, ärgerlich. Aber trotzdem ein sehr guter Versuch. Und wir schauen mal direkt auf die Tabelle. Und damit ordnet sich Jonah auf Platz 6 ein mit einer Zeit von 1,52. Und wir kommen direkt zum nächsten Kandidaten. Der zweite Teilnehmer für die heutige Folge, das ist... Alisi Cherry, herzlichen Glückwunsch, du bist auch dabei. Los geht's auch für dich. Und es geht los für Khaleesi. Mal schauen, wie sie sich hier schlägt. Hoffentlich kommt sie weiter als die anderen Kandidaten. Ihr seid sicherlich auch gespannt, was noch so alles auf uns wartet hier, oder nicht? Aber bislang ist dieser Parcours einfach zu schwierig, glaube ich. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also bei meinen Testrunden haben es einige Kandidaten weitergeschafft. Naja, ist halt alles immer ein bisschen Glückssache. Wir werden sehen. Vielleicht wird Khaleesi uns ja jetzt ein bisschen mehr von dem Parcours zeigen und verraten. 3% Schaden nur, alles noch im grünen Bereich. Ist immer ärgerlich, wenn man hier viel Leben und Zeit verliert in dem Gehege, weil das relativ einfach ist, sage ich mal. Zumindest im Gegensatz zu den anderen. Der erste Punkt für Khaleesi. Sehr schön. Auch eine sehr gute Zeit. Und dann geht es hier direkt zu einer der wichtigsten Sachen hier, nämlich dem Wettschießen. Event ausgelöst. Der erste Schuss für Khaleesi.
kommt jetzt gleich. Sie zählt auch hier sehr spät. Und? Oh, was ist jetzt denn passiert? Ich glaube, der ist hier vorne hängen geblieben. Ich glaube, der war zu niedrig. Oh nein. Der zählt leider nicht, Leute, auch wenn er vielleicht getroffen hätte. Aber so ist das Spiel leider. Jetzt muss Schuss Nummer 2 sitzen. Damit es hier nochmal spannend wird. Und der ist auch super niedrig. Und der tunnelt ihn. Eieiei, Schuss Nummer 2 geht auch daneben. Und damit ist diese Challenge leider schon gescheitert. Wir schauen uns natürlich trotzdem noch den Ehrenschuss an. Der kommt jetzt direkt. Hoffe ich zumindest. Und jetzt kommt der Ehrenschuss. Hat doch noch ein bisschen gedauert. Der ist ja auch... Nee, der ist nicht niedrig. Ich dachte gerade. Der trifft. Für die Ehre, Khaleesi. Sehr, sehr schön. Aber die Challenge ist leider dennoch gescheitert. Ja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Der rote Weg öffnet sich bei nicht bestandener Challenge. Und auch Khaleesi muss sich den Triceratopsen stellen. Ich hoffe, sie schafft das ja auch so gut wie ihr Vorgänger. Na, schauen wir mal. Noch ist sie hier nicht ausgeschieden. Auch wenn das immer super, super schwierig und natürlich viel mit Glück verbunden ist, das Ganze. Na, schauen wir mal, wie sie sich schlägt. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. Los, Khaleesi, du kannst es schaffen. Oh, noch ist kein Triceratops losgelaufen. Die sind halt auch wirklich random, ne? Weil die Chancen sind hier immer gleich. Da kommen sie angelaufen. Stimme versagt. Sehr gut. Oh, oh. Khaleesi, nach rechts. Oh, gut ausgewichen. Oh, der war richtig nice, aber da kommt schon der nächste. Und... Oh, mein Gott. Der hat sie komplett erfasst und vernichtet. Das kann nicht wahr sein, Leute. Und da wird sie nochmal komplett auseinandergenommen. Also heute ist einfach der Wurm drin gewesen. Sehr, sehr schade, dass du jetzt hier ausgeschieden bist. Also das Wettschießen ist einfach wichtig. Da habt ihr es mal wieder gesehen. Das muss man bestehen, um sich hier diese schwierige Aufgabe, ja, nicht stellen zu müssen. Ihr seht schon, ja, die grasen da alle noch. Die sind total random. Manchmal bleiben die da ewig stehen, manchmal sprinten die alle los. Hm, aber ist ja auch relativ spannend, ne? Dass es immer so ein bisschen Glückssache ist. Naja, schauen wir auch mal bei Khaleesi auf die Tabelle. Für Khaleesi reicht es hier leider nur für Platz 9. Aber ich hoffe, du hattest trotzdem sehr viel Spaß hier beim Teilnehmen. Und das waren wieder unsere zwei Kandidaten für heute. Falls ihr in der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag JC schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Chat von der Premiere. Und falls euch das Format gefällt, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.